Willkommen, wir sind hier am Erdschiff zu reden. Das ist das erste öffentliche Schiff auf der Welt. Das ist ein Gebäude, das seine eigenen Energien generiert und anhand von den Ressourcen, die es für seine Umwelt erhält. Wasser wird abgefangen und gefiltert mit einer Eolien, einer Windmühle, für Energie zu produzieren und Photovoltaikanlagen am Dach. Es kann zum Teil geteilt Planter können Pflanzen gebaut werden, Gemüse, Obst gebaut werden, für den eigenen Verzehr und da wurden Erdkeller gebaut, wo diese Sachen stockiert gehen. Und dann ganz wichtig, dass ein Gebäude wird mit recycelten Materialien gebaut wird, zu einem großen Teil. Oft müssen wir aber auch neue Materialien holen, weil öffentliche Gebäude sind, wenn es Sicherheitsmaßnahmen und Responsabilitäten. Und dann haben wir darauf ausgehen, dass wir natürliche Materialien holen, die nicht behandelt sind und können aufgebaut gehen, ohne Spuren zu hinterlassen. Das war immens wichtig. Die Initialidee war ja am Anfang, ein Gebäude entstehen zu lassen, was autark ist. Und auch die Idee von der Zirkularität, dem Kreislauf, den ich noch an der Natur rumfinde, also dass alles am Vergehen entsteht, für das an dem Gebäude halt zu implementieren. Und wir konnten das umsetzen durch die Wahl von unseren Materialien. Am Bauprozess kann ich den, haben wir für sich den Aspekt Kreislaufwirtschaft so viel wie möglich mit anzubringen. Die Leute können gucken kommen. Da sind ganz vielseitige Projekte, das für jederin ein bisschen etwas dabei. Und das Open für jederin. Und ich hoffe, dass das so richtig kann erblühen in der Zukunft.